Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Heute machen wir mal wieder was Ketogenes. Die anderen, die können das natürlich auch essen. Und zwar versuche ich mal Hamburger, aber auf ketogene Art zu machen. Ja, und wie das gemacht wird, könnt ihr gleich nach dem Intro euch mal anschauen. Ich mache das auch zum ersten Mal. Bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Bis gleich. So Leute, unsere klassische Ansicht, wie immer, Rindergehacktes, also Hamburger vom Rind, natürlich mit gehacktes, ist aber schon gewürzt, schon fertig, könnt ihr so direkt kaufen. Dann habe ich hier so kleine Töpfe mal gekauft. Ja, das sind eigentlich so zum Überbacken und so. Die will ich mit dieser Sesampaste zu Hamburger. Ketogenes Brot habt ihr ja bestimmt gesehen. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das nochmal anschauen. Die Zutaten für das Brot. 4 Eier, ein Backpulver, Sesampaste. Letztes Mal hatte ich einen Esslöffel, sage ich schon, ein Glas genommen. Diesmal nehme ich mal alles. Und nicht diese große, lange Form, sondern ich will daraus versuchen, hier in diesen kleinen Formen Brötchen zu machen, dass wir die so in der Hälfte teilen können. Dann haben wir doch ketogene Hamburger. Oder nicht? Ob das stimmt, sagt euch das Licht. Nein, Quatsch. Wir probieren das einfach mal gemeinsam. Auf geht's. Wir fangen mal mit den Eiern an. 4 Stück hatten wir gesagt, können wir komplett mit Eiweiß, mit Eigelb einfach mal hier rein. Wie gesagt, wer das schon kennt mit dem Ketosebrot, der kann es überspringen. Ansonsten, das wird ja was ganz anderes als letztes Mal. Wir brauchen dann noch Backpulver. Diesmal nehme ich mal ein bisschen mehr, weil wir müssen ja die Brötchen, dass die ein bisschen dick werden. Wir nehmen mal 1, diesmal 2 Teelöffel Backpulver, das tun wir mal hier zur Seite, und Salz. Brot ohne Salz geht nicht. Ja, so ein Teelöffel. So, dann werden wir das erstmal. Das geht eigentlich recht schnell. Wichtig ist, dass wir das nachher von der Form lösen können und dass es ein bisschen hoch geht. Deswegen möchte ich diesmal mehr Paste nehmen. Ich nehme diesmal komplett alles. Wenn die 2 Formen nicht reichen, kann ich ja versuchen, daraus irgendwie noch so eine Rolle oder irgendwas zu machen. Also ich bin da richtig experimentierfreudig. So, das ist Sesampaste, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, für diejenigen, die das noch nicht wissen, was das ist. So, alles kriegt man nicht raus. Das reicht auch, denke ich mal. So, ihr werdet gleich sehen, dass die Konsistenz gleich schon wie ein Teig wird. Ja. Merkt ihr? Jawohl. So hatte ich mir das auch gedacht. Bis wir die Burger nachher braten, ist das vielleicht auch schon fertig. Ofen habe ich schon vorgeheizt. So leicht habt ihr bestimmt noch nie gesehen, dass man ein Brot backt. Und das ganz ohne Mehl, Leute. Das ist ja in unserer ketogenen Ernährung eben halt, dass wir Kohlenhydrate, Weizensachen und alles weglassen und mal so experimentieren. Und letztes Mal hatte ich ja das Brot gemacht und das war wirklich lecker. So, die Konsistenz ist gut, wie ihr sehen könnt. Ja. Jetzt müssen wir uns diese Formen mal schnappen.
Eigentlich ist das ja richtig schon ölig und fettig, aber ich traue den Braten nicht. Die sind neu, die habe ich gerade erst geholt. Ich tue doch mal einen Tropfen Öl sicherheitshalber mal rein. Wir müssen das ja auch irgendwie rausbekommen. So ein bisschen. So, war schon ein bisschen mehr als ein bisschen. So, der Boden, da können wir hier so ein. Ah, ich habe doch Pinsel, Leute. Warum sagt ihr mir nicht, du hast doch einen Pinsel? Ja, aber wo ist der? Da ist der Schaber, den brauchen wir auch nachher. Und der Pinsel, der ist doch hier, Leute. So. Jawoll. Bin mal gespannt, weil zwei Brötchen hier, das Teig ist ein bisschen mehr. Da können wir das vielleicht noch als Brot oder als Toastbrot, kann ich gleich nochmal probieren. So, dann wollen wir mal gucken. So, ich mache mal nur bis zur Hälfte. Aber das passt sogar genau für zwei Leute, guckt mal. Als ob ich das abgemessen hätte. Ja, wenn er jetzt so ein bisschen hoch geht. Da bin ich mal gespannt, ob wir daraus Brötchen backen können, Leute. Mein erstes ketogenes Brötchen dann. Brot haben wir ja schon gehabt. So, brüderlich geteilt. So, jetzt noch Backofen gleich an. Auf geht's. Ich habe das bei 180 Grad mal gelassen, damit es eine schöne glatte Oberfläche hat. Benutze ich einfach mal das Blech. So. Dann schauen wir mal, letztens hatten wir 20 Minuten, da war es schon fast fertig. Mal gucken, wie lange es jetzt dauert. In der Zeit machen wir schon die Burger. So Leute, es geht weiter. Wir nehmen mal hier so eine beschichtete Pfanne. Ich hätte auch die große nehmen können, wo wir alle braten. Aber erstmal hier bis zum, dass der Boden hier bedeckt ist mit Olivenöl natürlich. Ich werde die Burger einzeln braten, sammeln. In der Zeit haben wir dann die Brote fertig. Habe jetzt hier vier Burger, allerdings nur zwei Brötchen gemacht. Wenn meine Tochter nicht essen möchte, da habe ich für sie natürlich auch Hamburger Brötchen. Aber wenn ihr euch so ein Brötchen mal anschaut, ja, ein so ein Brötchen hat Kohlenhydrate 34 Gramm, eine Portion. Also ein Burger hat 34 Gramm. Das ist Kohlenhydrate-Satz für zwei Tage fast, für meinen ganzen täglichen Bedarf. Ja, also wenn man ein so ein Dings schon, da ist noch nichts dabei. Nur Brötchen alleine hat schon 34 Gramm an Kohlenhydrate. Das ist tabu. Zucker habe ich noch nicht mal geguckt. Und wo steht Zucker? Ich mache mal Licht an mir. Kohlenhydrate, davon Zucker 5,2. Ist nicht wahr, oder? Hier könnt ihr selber noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, wirklich viel. So, wenn unser Öl anfängt, so langsam schon warm zu werden, dann gehen wir runter. Damit er nicht sofort die obere Schicht anfängt zu braten, braun wird und innen drin bleibt weich. Ja. So, die habe ich schon mal gemacht gehabt, die sind so lecker, die sind schön geformt, schon gewürzt, alles, ja, Rindfleisch. So, jetzt einfach wenden nachher und versuchen gleich so ein bisschen anzudrücken, weil Fleisch hat die geworden, die verformt sich, die geht gleich so wellenförmig.
muss ich nur sehen, dass das passende Werkzeug, wollte ich schon sagen. Dann ist bestimmt noch in Spülmaschine. Ja. Ja, wir können sogar einen zweiten dazu tun. Passt optimal. Die werden noch ein bisschen kleiner. Ich bin echt mal auf unsere Burger gespannt. Wie gesagt, wenn es nichts wird, kann man das ja auch einfach so schneiden und alleine so für sich essen. So, ich brate das alles eben. Und melde mich dann gleich wieder, sonst haben wir wieder so ein langes Video, wo ihr dann seht, der fängt schon an zu wälben. Einfach dann mal so andrücken. Hier können wir dann schon mal vielleicht mal wenden. Hier mit so einem Wender links hier klappt das ganz gut. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man das wendet. So, wir machen mal ein Update. Kann man von hier aus schon sehen, guckt mal. Der ist schon so hoch bis zum Rand. Das werden aber so richtig große Burger. Warte, so kann man das besser sehen. Das werden aber richtig große Burger, glaube ich. Ja, okay. Ein kleines Update. So Leute, letztes Update. Guckt mal, wie schön das geworden ist. Für einen Burger werden die wohl ein bisschen zu groß sein, denke ich. Aber dann schneide ich die in zwei Hälften. Wichtig ist, dass sie richtig durch sind. Ich habe gerade mal gepiekst. Warte, ich zeige euch das nochmal. Hier mit so große Zahnstocher, sage ich mal, einfach mal reinpieksen so. Und wenn hier nichts mehr klebt, wie in diesem Fall, dann müsste das in Ordnung sein. Ich nehme die jetzt gleich raus, sonst verbrennen die mir noch. Und die sind auch schon gleich fertig. Wir bereiten jetzt schon mal alles für den Burger vor. Ich habe hier schon Salat fertig gemacht. Da kommt Tomate. Eigentlich das, was ihr auch immer gerne drauf habt. Wenn ihr Gewürzgurken wollt, könnt ihr auch noch Gewürzgurken reintun. Zwiebeln ist auch nicht jedermanns Sache. Am besten so fein schneiden. Ihr könnt ja auch ganz kreisförmig schneiden. Dann braucht ihr die Zwiebeln nicht in der Mitte durchtrennen. Oder aber so Halbmond. So, dann kann jeder sich hier bedienen. Die behalte ich noch, das müsste eigentlich reichen. Tue ich mal eben als Reserve dahin. Dann die Tomate könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ein bisschen größere Tomate habt, hier den Kopf hier weg. Und dann einfach so rund, auch nicht so richtig dick, ja, so dünn. Das ist eigentlich das Highlight, wenn eine Tomate da im Burger drin ist. Ich weiß nicht, wie ihr euren Burger esst. So, ich habe ja nur vier. Jetzt habe ich auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den esse ich einfach so. Mmh, lecker. Für die Soße habe ich hier so Gewürzketchup. Aber nur ganz leicht zum Streichen. Weil, wenn ihr guckt, Kohlenhydrate. Okay, bei 0,4 und wir nehmen ja nicht das Ganze. Ja, ein bisschen so streicheln geht und ich habe hier noch so eine Pommes-Soße gefunden als Mayo-Ersatz sozusagen oben drüber. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass die Burger überhaupt klappen. Unsere Brötchen. Sonst müssen wir, oder ich verzichte dann darauf, dann kann meine Tochter alle vier essen. Ich bin mal gespannt, Leute. So sieht das aus. Ist noch ein bisschen warm. Ich kann es nicht abwarten. Wir werden mal hier den Rand hier, hatte ich letztes Mal doch auch gemacht, wisst ihr noch? Mit dem Brot. Hier mal so ein bisschen schon mal locker machen. Da ist bestimmt meine Tochter, die hat wieder so laute Musik an. Hört man sogar bis hier. Mach ich mal zu, sonst haben wir gleich noch. So, jetzt versuchen wir das mal einfach umzukippen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Tu mal Daumen weg, ist noch fest. Okay.
Kann man so laut Musik hören, meine Tochter. Ey, schaut euch das mal an, Leute. Ja. Herrlich. Ist auch weich. Oh, ja, bissfest. Ist das nicht toll? Einfach mal durchschneiden. Da haben wir den ersten schon mal fertig, den ersten Burger. Das ist doch mal gut gelungen, denke ich mal. Bin mal gespannt, der zweite Burger. Ups, jetzt habe ich da glaube ich reingeschnitten, weil gleich macht meine Tochter bestimmt die Tür auf. Oder schellt. Okay. Auch gelöst. Die sind wirklich schön, die kleinen Formen hier. So, jetzt lasse ich das mal noch ein bisschen abkühlen. Dann schneiden wir das mal und dann können wir anfangen zu belegen. Bleibt dran. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die geschnitten bekommen. Hier, ich nehme mal den ersten hier. Ich habe mal hier so ein Brotmesser genommen. Wie ihr sehen könnt, schön schnittfest. Oh, dampft sogar noch, ist noch warm. Guckt mal, Leute, ist das nicht toll? Wenn man jetzt einen Vergleich machen würde, der normale Burger ist natürlich ein bisschen größer, aber von der Dicke her, schaut mal, kein großer Unterschied. Nur, dass sie eben halt weich und flach sind, aber mit viel Kalorien. Das kann meine Tochter gleich essen. So, dann fangen wir mal an. Dann ist jetzt euch überlassen, wie ihr das gerne essen wollt, wie ihr das gerne würzen wollt. Wenn ihr natürlich noch Cheeseburger daraus machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch Cheeseburger dazu nehmen. Ich mache das jetzt mal so. Ich bin nur auf den Geschmack eigentlich gespannt, wie das ist. So, den machen wir mal auch. Dann tun wir mal unsere Zwiebeln. Einmal so, einmal so. Dann eine Tomate. Jetzt kommt unser Fleisch ins Spiel. So. Darüber kommt jetzt unser, wie gesagt, wenn ihr Cheeseburger machen wollt, jetzt noch Käse da drüber. Ich tue jetzt einfach mal nur Salat und das tun wir jetzt so ein bisschen auch nochmal hier drauf. Ist der überhaupt auf? Ah, kann ja auch nicht gehen, ist doch neu. Ja, toll. So. Manche, die wollen ja auch noch so Gewürzgurken und so noch da drauf haben. So, fertig ist unser ketogene Burger. Bisschen dick, aber sieht gut aus. Nächstes Mal machen wir nicht bis ganz oben hin, wenig, bis unten hin. Durch den Backpulver ist er ein bisschen aufgegangen. Aber für das Erste ist es nicht schlecht, denke ich mal. Ihr wollt doch bestimmt nicht sehen, wie ich da reinbeiße, oder? Ich lasse es mir nicht nehmen. Ich habe auch nichts dran verändert. Immer noch so dick. Aber ich merke selber, niemand hat so einen großen Mund. Aber ich probiere es mal. Man hat eben halt vom Gehirn her das Gefühl, wir essen einen Hamburger. Und das alleine ist schon okay. Fleisch kennen wir ja sowieso. Und Brot. Nächste Mal noch ein bisschen dünner, oder wenn ihr es macht, ein bisschen dünner und die Sache ist gegessen. Leute, ich habe den anderen Burger mal so in 3-4 Teile geschnitten. Kann man auch machen, seht ihr. Jetzt ist er noch ein bisschen dünner. Die Oberschicht, wenn ihr nur das hier haben wollt, dann habt ihr so einen ganz kleinen. Und den Rest werde ich jetzt auch noch verwerten in Form von, wie kann ich jetzt noch Käse drauf tun. Und mit zur Arbeit nehmen oder was streichen.
Also es ist nichts kaputt gegangen, verloren gegangen, nur dass hier ein bisschen Loch drin ist, aber hat man ja auch bei richtigen Broten mit Mehl auch. So, endlich aufgegessen. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, ihr habt wieder was dazugelernt. Ketogene Brötchen mal ganz anders mit Tahin, mit Sesam, Paste. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, es gibt was Neues auf Ketogene Kochschule. Ui, bleibt weiterhin gesund, gutes Gelingen beim Abnehmen, wenn ihr am Abnehmen seid oder wenn ihr am Kochen seid. Gutes Gelingen wünscht euch euer Mehmet Uy. Ciao, Leute.